in der Freiarbeit schon einiges erreicht, bist aber an einem Punkt, an dem du nicht so richtig weißt, wie es jetzt weitergehen soll. Du stehst immer wieder vor denselben Problemen und dir fallen einfach keine Wege oder neuen Ideen ein. Hier siehst du anhand eines Beispiels von Rosalie, wie du dein Pferd motivieren kannst und seine Aufmerksamkeit für dich bekommst, sodass es mit Leichtigkeit und Freude mit dir arbeiten will. Dein Pferd hat sich dir noch nicht so ganz angeschlossen und dich auch noch nicht so ganz als Leittier akzeptiert. In dem Beispiel von Julia siehst du sehr schön, wie ihr Pferd Darling sich zuerst etwas entfernt und dann aber sofort auf ihr Signal reagiert und sich ihr wieder anschließt. Du hast manchmal Angst, dass du beim Training ohne fremde Hilfe nicht weiterkommst oder sogar etwas falsch machst, insbesondere bei den Zirkuslektionen. Hier siehst du bei Sandra und Otranto, wie sie es anhand meiner Schritt-für-Schritt-Anleitung geschafft hat, ihr Pferd sicher an das Kompliment heranzuführen. Und wie du siehst, klappt es sogar bei unserer Eseldame Nora. Dein Pferd erschreckt sich ständig und du weißt nicht, wie du dich in bestimmten Situationen verhalten sollst. Dein Pferd flüchtet in ungewohnten Situationen lieber, als dass es sich dir anvertraut. Jetzt siehst du Selina mit ihrem Caruso, wie sie es schafft, ihrem Pferd mehr Vertrauen zu geben, ihre Beziehung zu stärken und ihr Pferd ganz entspannt durch ungewohnte Situationen zu führen. Und auch Otranto, der Wallach von Sandra, hat sichtlich Spaß. Dein Pferd reagiert manchmal einfach nicht auf deine Signale, obwohl du den Eindruck hast, dass es sehr wohl versteht, was du von ihm möchtest. Im Video von Nicole mit Serrano kannst du erkennen, wie das Pferd beginnt, ihre Signale besser zu verstehen und darauf reagiert. Bei Julia mit dem Pferd Darling siehst du, wie sie bereits eine sehr schöne und harmonische, klare Kommunikation mit ihrem Pferd aufgebaut hat. Du schaffst es einfach nicht, dein Pferd zu motivieren, sodass es Spaß bei der Arbeit mit dir hat. Hier siehst du Selina mit ihrem Pferd Caruso, wie sie den Spieltrieb ihres Pferdes nutzt, um ihr gemeinsames Training mit viel Spaß, Abwechslung und großer Freude zu gestalten. Auch bei Katharina und ihrem Pferd Joey siehst du, wie sie es schafft, ihr Training mit viel Spaß zu verknüpfen. Bei Denise mit Lucky aus Kanada siehst du, wie sich das Pferd ihr komplett anvertraut und freiwillig in eine für ein Fluchttier sehr unangenehme Situation begibt, indem es sich vor ihr hinlegt. Solltest du es noch nicht so ganz schaffen, frei mit deinem Pferd zu arbeiten, dann siehst du jetzt bei Julia und Darling, wie sie Schritt für Schritt gelernt hat, vollkommen frei und zwanglos mit ihrem Pferd zu arbeiten.